Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man mit Miles Morales. Glücklicherweise, wir wollen die App arbeiten und wir haben einen Cyberangriff. An irgendeiner Werbetafel hier vorne macht sich der Underground gerade zu schaffen. Und zwar hier vorne. Der Underground hat die Werbetafel gehackt. So, jetzt müssen wir einmal das Signal orten. Erfolge das Signal. Oh, wir sind technisch so gut aufgestellt. Wenn der Underground so scharf auf Publicity ist, immer noch nach hier. Erst mit einer Alpaka-Farm. Würde mir gefallen. Ah, okay. Wird mir auf dem Map schon angezeigt, ne? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Das Dach da, ne? Aber wo sind die? Der Underground. Wie versprochen. Ah, Tarnung gewastet. Ja, ist kein Problem. Da ist es kein Problem. So, wir gucken mal. Also wie sagt man? Angst vor dem Unbekannten. Ich auch. Pass auf, dass das Signal stabil bleibt. Wir können die jetzt nicht unauffällig hier rausziehen. Doch, den hier. Den können wir uns nehmen. Das haben die anderen gesehen, aber der war wichtig. Das ist nämlich einer mit Schild. Guck mal, er hat das gar nicht mitgekriegt. Okay, das waren jetzt zwei. Noch mehr haben wir leider nicht hier vorne. Die nächsten wären Netzschlag. Denn aber vorzugsweise den da, ne? Ist das der letzte mit Schild? Ja. Oh, 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 wenn der herkommt. Das wäre ja praktisch. So, drei Gegner lautlos und was? Fünf Gegner was? Was sollen wir machen mit fünf Gegnern? Das wird mir die App nicht angezeigt. Das Spiel ist nicht immer optimiert, ne? In die Luft schleudern oder so, ne? Ups. Da haben wir die falschen Netze. Also, wie hoch ist euer Marketingbudget? Okay. Dann müssen wir mal schauen. Wir probieren einfach mal. So. Ne, wir wissen ja nicht genau, was gemeint war. Irgendwas mit Luft, habe ich gelesen. Boah, jetzt einmal hier aus der Masse rausprügeln. Okay, irgendwas mit Luft. So. Okay, das haben wir. Wird mir leider auch nicht weiter angezeigt jetzt gerade. Ja. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Okay, er ist leider der Letzte. Ich hoffe, das ist... Nee, er ist nicht der Letzte. Ich fühle mich relativ lebendig, muss ich sagen. Okay, der war cool. Selbst wenn wir es nicht geschafft haben, der war cool. So, einmal anzapfen. Reiße fünf Gegner in die Luft, das war's. Okay, das haben wir nicht einmal gemacht. Das haben wir nicht einmal gemacht, leider. Ich habe nur Luft. Ich dachte, Schleuder in die Luft, oder? Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Aber Cyberangriff haben wir damit fertig. Haben wir den Cyberangriff damit durch?
Ah, spinnt ein bisschen, ne? 2 von 3. Das war vorher schon auf 2 von 3, oder? Also zählt das nur, wenn wir die Quest erfüllen. Schade, Schokolade. Okay, dann muss ich definitiv mal auf die Aufgaben achten. So. Aktivitäten verfügbar. Danke, Spider-Man. Black Lives Matter. Laut App wartet ein Geschenk auf mich. Okay. Nichts wie hin, bevor es mir jemand wegschnappt. Da bin ich jetzt neugierig, ob das jetzt wirklich ein Geschenk ist oder ob das vielleicht eine Falle sein könnte. Jetzt haben wir ein aktuelles Verbrechen. Aber das muss warten, ne? Wir kriegen endlich mal was geschenkt. Wir kriegen was umsonst. Für all unsere Mühe. Das waren sowieso nur Robson-Mitarbeiter. Jetzt hassen die mich und beim nächsten Heli, der geschartert wird hier vom Underground oder manipuliert wird. Oh, bitte, Spider-Man, hilf mir. Auf dem Parkplatz? Mal sehen. Stolz, eine Spinne wie dich zu haben. Danke, dass du uns den Rücken frei hältst. deine freundliche Nachbarschaft. Cool. Ja. Nächste Problem, ich kann es irgendwie nicht wegpacken. Ja, ja, ist eine nette Geste. Oh nein. Ein Einbruch in der App. Jetzt besser schnell. Ja, hallo New York. Ich würde gerne... Oh, das könnte ein echt dummer Fehler sein. Wir kommen gleich zurück. So, Problem gelöst. Black Lives Matter. Irgendwie witzig, weil Miles ja auch farbig ist. Oh, wir haben den Anzug! Jetzt kann die Nachbarschaft mich so am Arsch lecken. Ich hab meinen Anzug. Ist mir vollkommen egal. Nie wieder helfe ich euch. Oh, der sieht aber... Oh, schick. Ein bisschen abgehoben, ne? Aber es sieht geil aus, oder? Ja, nice. Cool, haben wir das schneller geschafft, als ich dachte. Welche Anzüge fehlen denn jetzt überhaupt noch? Wir haben den hier, ich schalte den frei, aber den werden wir nicht nehmen, weil der ist absolute Grütze. Den schalten wir auch frei, den werde ich aber auch nicht nehmen, weil der sieht einfach nur scheiße aus. Aber vielleicht hat der ja auch, möglicherweise hat der ja wie dieser hier, wie der Materieanzug, dass wir da auch Arme oder irgendwas kriegen, ne? So, dafür brauchen wir, schließe alle Spinntraining-Herausforderungen und den letzten Test ab. Und diese beiden kriegen wir leider nur, wenn wir ein neues Spiel machen. Genau, hier müssen wir die Kampagne beenden. Also auch einmal fertig machen und hier, den kriegen wir nur, wenn wir ein neues Spiel machen. Und der wäre beim Spinntraining und dem letzten Test. So, aber jetzt, da habe ich lange drauf gewartet, wir schlüppern uns wieder in Gold. So, dann würde ich aber sagen, ab jetzt können wir die Story wieder laufen lassen, ne? Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft, dass wir die Story wieder aufnehmen können. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Wie perfekt ich da durchgejumpt bin?
Und es war nicht mal mit Absicht. Was habe ich anders gemacht? Kleinen Moment. Uno momento. Ich bin einfach nur... Ja, klar. Ja, klar. Er springt rüber. Wieso springt er jetzt rüber? Okay, wenn wir nichts drücken, passiert auch nichts. Wo ist der Unterschied? Ach, ich darf A nicht drücken. Ich darf dabei nicht springen, weil dann springt er rüber. Wenn ich aber nicht A drücke, sondern nur nach vorne, dann gehen wir durch. Ah, okay, 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 okay. Jetzt habe ich es gelöst. Jetzt weiß ich zumindest, wie es funktioniert. So, wir gehen jetzt erstmal zur Hauptmission. Ne? Wir machen jetzt hier als Goldener, als der Spider-Man. Machen wir weiter. Moin Leute, lasst euch nicht stören. Ich möchte nur einmal... Geilo. Geilomat. Geilomatik. Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie man sich auf den Rücken dreht beim Fallen. Aber ich glaube, das geht auch nur bei zwei Gebäuden, ne? Das wäre einmal... Ich glaube, der ist das nicht mehr. Das ist einmal dieser Avengers Tower. Der ist aber hier nicht in der Nähe, ne? Okay. Wir müssen mal ein bisschen tiefer schwingen hier. Die Leute sollen unseren neuen Anzug bewundern. Ist alles echt Gold. 28 Karat. Ist das wertvoll? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Gold nicht aus. So. So, da bin ich wieder. Klitzekleine Unterbrechung. So, und nach unten. Für die Fans. Cannonball. Ich hab's gemacht. Ich hab es gemacht. Und ich weiß jetzt auch, wie es geht. Lol, ist das easy. Warte. Machen wir nochmal. Okay, wir brauchen Höhe. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen höher und... So. Wieso geht das jetzt nicht? Okay, so will er das nicht. Ich muss das gedrückt halten, ja? Dann wechselt der immer. Ja, ist ja egal, ist ja egal. Aber wir haben es auf jeden Fall mal geschafft. Aber was ist das für eine nice Runde? Endlich entdecke ich hier mal die ganzen Sachen. Da waren wir ein bisschen zu weit unten. So, jetzt müssen wir noch weiter zurück, ne? Dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story aufzurüsten. Ja, warte, das machen wir sofort. Das erinnert mich so ein bisschen an Doc Ock, seine komische Basis auf dem Wasser, ne? So, Anzüge, Fertigkeiten. Wir haben einmal die Visiermodifikation. So, was haben wir im Blicke mit dieser Modifikation? Spider-Version, Kampfgeräusche. Okay, nee. Was ist das hier? Venomkraft über
Erzeugung erhöht sich, wenn die Gesundheit sinkt. Okay, ich denke mal, den können wir einmal austauschen hier eben. Und zwar gegen den hier. So, und jetzt haben wir noch die Anzugmodifikation. Erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer an Venom geschockten Gegnern. Okay, Underground Waffen, das ist jetzt... So, und den tauschen wir auch nochmal aus. Gegen... Jetzt ist die Frage, kämpfen wir eigentlich gegen den Underground oder gegen Roxxon? Wir nehmen das hier mal mit. Fertigkeiten. Okay, mehr haben wir nicht. Jetzt sind wir bereit. Jetzt gehen wir rein. The Last Mission. Das Museum schließt wegen Renovierung und der Underground zieht ein. Okay, wir kämpfen gegen den Underground. Ich hoffe, ich kann die Explosion mit ansehen. Oscorp Science Center. Wir gehen erstmal sneaky vor. Und ausgenannt. Wir wollen jetzt nicht direkt alle auf uns hetzen. Wir könnten wahrscheinlich auch reingehen, ohne überhaupt gesehen zu werden. Wir haben da oben zwei Sniper, da drüben einen. Und zwar, wenn wir hier außen lang gehen, ne? Ich denke, dass wir hier gar nicht gesehen werden. Da vorne ist der. Okay, den konnten wir wegnehmen. Jetzt die beiden da oben, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was ist denn das? Was sind das für ein elektrischer Konstrukt da vorne? Das sieht fast aus wie so ein Portal. Und die müssen wir beide wegnehmen, ohne dass einer den anderen Bescheid sagt, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. So, ganz dezent, ganz unauffällig, haben wir die Meute jetzt doch auf uns gelenkt. Alter! What? Was zum Geier ist hier los? Okay. Oh mein Gott. Jetzt wird's aber hier ein bisschen unübersichtlich. Oh, das sieht ja so nice aus, oder? Das sieht ja so nice aus mit diesem goldenen Anzug. Gegen dich verliere ich nicht, Spider-Man. Ja. Ihr müsst euch mal neue Sprüche einfallen lassen. Ich versuche mich ja auch nicht so oft zu wiederholen. Oha. Wow. Oha. Alter, der ist aber gut mit dem Schwert, ne? Ein heimlicher Samurai. Okay, die haben wir jetzt fast weg. Inklusive ihn hier. Super Samurai.
Jetzt einmal Leben auftanken. Ich glaube, das ist wichtiger als Venom Krab. So, jetzt haben wir hier unten noch ein paar Sniper, ne? Die kommen jetzt aber alle nicht hoch. Da hinten ist nur einer. Okay. Das lassen wir kurz sein. Bin doch schon unten. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wo bin ich? Oh. Ins Wasser. Oh, kannst mal baden gehen, dann kriegst du einen kühlen Kopf. Okay, das hat gepasst. Okay, das hat diesmal ganz gut geklappt, oder? Mal sehen, wie gut sie gesichert sind. Wir müssen hier auf jeden Fall noch was mit Strom machen, gehe ich von aus. Da ist nämlich so ein kleiner Pinöpel. Und hier ist der Strom, ne? Das ist dieselbe Absperrung wie beim Gymfield. Ich muss die Generatoren abzapfen. In den Hütten, die verschlossen sind. Und ohne Strom. Ich brauche eine neue Stromquelle. Wie ein drehbares Riesenmobile. Ja, das wird gehen. So, und dann würden wir den da... Zu weit für die Netze. Wie ist zu weit für die Netze? Die sind doch alle gleich weit entfernt, oder? Stimmt. Warte mal, der ist nicht weit genug? Wenn ich das richtig sehe, müsste der hier am längsten sein, ne? So, dann gehen wir da einmal hin. Und das passt so nicht. Aber wenn wir den hier mit dem da verbinden? Meinst du, das geht nicht, Miles? Guck mal, so? Okay, Miles sagt, das geht nicht, dann geht's nicht. Den mit dem verbinden geht auch nicht und der ist dort zu weit weg. Okay, wir müssen hier Strom drauf kriegen. Da kommen wir nicht hin. Aber können wir vom Winkel nicht den hier mit dem da verbinden? Vom Winkel ja, von der Entfernung nein. Okay, in der Mitte ist keine dieser Kugeln. Das heißt, wir haben drei Kugeln außen. Hier ist eine Hütte, da ist eine Hütte. Und die letzte muss ja drüben sein. Können wir den dort mit hier verbinden? Auch nicht. Ja, das wird gehen. Okay, also wir haben den Generator. Ich verbinde es mit den Hütten. Ja, Miles, so weit war ich auch schon. Aber welchen mit welcher Hütte? Weil der ist meiner Meinung nach, das ist doch zu weit, oder? Ja, es passt nicht. Hier und da ein Pinöpel, da ein Generator. Ihr beide müsst teilen. Ihr beide müsst teilen.
Ah, so. Ja, sicher. Klar, Moment, der ist mittig, ne? Genau. Und von dem nach hier. So. Geschafft. Klebrig und leitfähig. Jetzt haben wir da Strom. Den verbinden wir nach da. Es geht die Tür auf. Und den da können wir mit. Da vorne den Pinöpel. Komme ich da hin? Ne, ist so weit weg. Aber wir können die beiden hier schon mal machen. Okay. So, ziehen wir mal ein bisschen Strom ab. Laden unsere Batterie auf. Sehr gut. So, den entladen wir auch noch. Das funktioniert. Noch ein paar. Okay, und jetzt müssen wir diesen Kollegen mit dem verbinden. Das geht nicht, aber wir können darüber gehen und von dort können wir hier hin, ne? Ja. Wunderbar. Da war noch einer. Unglaublich, wie gut das funktioniert. Da war noch einer. Okay, Miles, erleuchte mich. Wo? Der da hinten. Der hat hier unten den Pinöpel. Können wir hier ein bisschen Platz machen? Okay, diesen Kasten hier, kriegen wir den auch weg. So. Ein bisschen aufräumen, ne? Dann verbinden wir den mit dem. Und dann haben wir auch 4 Stück. Wunderschön. Schön. Jetzt zerlege ich das Underground-Spielzeug. Hat man jetzt auch gerade schön gesagt. Okay, wie war das hier? Oh, ich bin mal gespannt, welche Überraschung wir hier bekommen. Finn? Bist du hier? Uns wird hier bestimmt die eine oder andere Überraschung erwarten. Oscorp Virtual Gallery. The future of science is today. Okay, wir können ja... Oh, das können wir untersuchen. Ich würde hier aber gerne mal reingucken. Oh... Ah ne, hier geht's noch länger. Ne, denn... Wir gucken uns erstmal den Bildschirm an. Der Preis bei der Messe, die Ausstellung mit unserem Konverter. Wir waren so stolz. Nostalgische Erinnerung. Oh, voll schön. Eine Schildkröte. Können wir hier durch? Nee. Kiste, sehr wichtig. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir gehen nach oben. Finn? Komm schon, wir müssen das beenden. Du und ich. Also für ein Museum ist das ganz schön Baustelle. Den Flur runter. Sie muss bei unserem Projekt sein, den Flur runter. Haben wir noch irgendwas, was wir hier entdecken können? Nö. Okay. Oscorp Science Center Sea Living. Was lebt denn hier so in der See? Leben unter Wasser. Der Anzug ist so geil. Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ich komme, ich komme.
Hey, und wo sind wir? Ich hab den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung. Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Was soll das darstellen? Warst du nicht mal mit einer Meeresbiologin zusammen? Sie ist jetzt Astronautin. Boah, echt? Oscorp, ja. Ist wohl gar nicht so ungewöhnlich. Warte, wir können. Die Farmen sorgen für ein nachhaltiges, gesundes Leben unter Wasser. Schon heute werden Algen kommerziell angebaut und für eine Vielzahl von Produkten genutzt, von Farbstoffen bis hin zu Arzneimitteln. Ich frag mich, wie Algen schmeckt. Eine Algenfarm. Ich hasse das Zeug. Alter, guck dir mal den Oschi an hier. Was der für eine Stirn hat. Der Neandertalerfisch. Hey, der erzählt uns auch was, ne? Mitte des 20. Jahrhunderts malen sich Wissenschaftler die Besiedelung des Meeresbodens aus. Direkt vor ihrem Fenster könnten eines Tages farbenfrohe Clownfische und sogar mysteriöse Seeteufel vorbeiziehen. Ich taufe den da Howard. Und jetzt du? Leviathan. Gefällt mir! Leviathan? Ein bisschen an wie von Harry Potter. Lingavium Leviathan. Was ist das hier? Unterwasserscooter? Dieses Modell kombiniert das Design eines U-Boots mit der Tiefseeintegrität eines unbemannten Unterwasserfahrzeugs. Ach, das ist eine Drohne. Der Prototyp von Oscorp sollte dem menschlichen Forscherdrang ganz neue Möglichkeiten eröffnen. So welche müssen wir uns holen. Sowas könnten wir aus einem Staubsauger und ein paar alten Reifen bauen, wenn wir wollten. Ja, sowas gibt's ja tatsächlich schon. Ein Leben unter Wasser klingt wie Science Fiction für Sie? Die Zukunft ist bereits hier. Unterwasserlebensräume werden seit den 1960er Jahren weltweit genutzt. Dieses Modell schlägt einen festen Wohnsitz unter den Wellen vor. Heute wächst New York immer mehr in die Höhe. Schon morgen könnten wir auch unter Wasser bauen. Passe. Was? Hast du Angst? Haie und dunkle, winzige, enge Orte? Ein eindeutiges Nein von mir. Grundsätzlich eine coole Idee, aber ich sag mal, man kriegt jetzt nicht viel Licht in die Wohnung, ne? Gerade hier bei der Größe, wenn man hier ganz unten unterste Etage ist, sieht man ja eigentlich gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob der Mensch wirklich noch in den Ozean muss. Dann kommt Rip denn nur. Er hat gerade geschrieben, er ist unterwegs zur U-Bahn. Also irgendwas zwischen 30 Minuten und 2 Stunden? Ich wollte mir das hier anhören. Ah, jetzt. Das war eine tolle Idee von dir. Ich bin noch nie gut. Dieser Studentenrabatt ist super. Fantastisch. Boah. Die Erde ist größer, als Sie denken. Warte nur, bis du... 95% der Weltmeere sind noch unerforscht. Und könnten in Zukunft Ziel einer menschlichen Besiedlung sein. Schon schräg, wie wenig wir über unseren eigenen Planeten wissen. 95% sind unerforscht. Darunter ja auch die Nordsee, die ist ja auch sehr schlecht erforscht. A, weil die Sicht nicht gerade sehr großartig ist in dem Wasser. Und B, die Nordsee mit zu den gefährlichsten Gewässern der Welt gehört, ne? Ey, so ein Aquarium zu Hause, ey. Boah, was das an Strom fressen würde. Aber wäre mega geil, oder? Wenn es sowas in der Größe zu Hause... So in der Größe finde ich das in Ordnung. So ein kleines Aquarium. Aber in der Größenordnung ist schon geil. Dieser Taucheranzug ist einer der ersten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die ersten druckdichten Anzüge wurden für Bergungsarbeiten entwickelt. Heute sieht man solche Anzüge an Rettungskräften, Wissenschaftlern und Forschern. Ob ich den anprobieren darf? Ich würde ja zu gern sehen, wie du in dem Ding laufen willst. Besser als du in den Schuhen, die du beim Frühlingsball anhattest. Oh, komm schon. Deine waren ein ganzes Stück höher als meine. Gehen wir zur Haupthalle. Nice. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Was?
Was ist das? Mit einer Formgedächtnislegierung, einem Memory-Metall, erschuf Oscorp diesen Metallprototyp, der seine Form bei Beibehaltung der Integrität ändern kann. Eines Tages könnte Memory-Metall in Maschinen oder sogar in ihrem Zuhause zum Einsatz kommen. Sieh mal, Metall, das die Form ändert. Schöne Idee, aber irgendwie zu einfach. Ließe sich bestimmt verbessern. Grundsätzlich ist das ja, was Spider-Man Homecoming auch hat mit, mit der Nanotechnologie, ne? Dieses Modell schlägt eine Terraforming- und Besiedelungsinitiative auf dem Mars vor. Unsere Nachbarn im Sonnensystem. Die Nutzung der reichlichen Wasservorräte und Maßnahmen gegen die niedrigen Temperaturen ermöglichen hier ein Leben auf dem roten Planeten. Wie eine kleine Gemeinde auf dem Mars. Hier fehlen Cafés und Straßenkunst. Du musst mir überlegen, du bist hier immer, wenn du das machen würdest, du wärst ja immer in diesen kleinen Gebäuden hier eingesperrt, ne? Du kannst nicht rausgehen, keine frische Luft in der Form, dann kriegst du doch Depressionen, oder? Also ich glaube, früher oder später würdest du daran kaputt gehen. Staatliche und private Raumfahrzeuge erforschen die Erde, das Sonnensystem und die Galaxie. Für die Kommunikation werden Funkantennen eingesetzt, die Nachrichten lokal und interstellar senden und empfangen können. Die Soundqualität ist bestimmt der Hammer. Nicht aus dem All? Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keinen. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Ich darf mein eigenes Modell nicht an. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Ich finde, sie hat recht. Verschlossen. Immerhin ist das ja grundsätzlich unsere Ausstellung. Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes. Finde Werkzeuge zum Öffnen der Tür. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Klappe. Wir brauchen was Reflektierendes. Und etwas, das unter der Tür durchpasst und beweglich ist. Ich hatte auch gedacht an dieses Memory-Metall hier. Formgedächtnislegierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Völlig verrückt. Ist das ein Metamaterial? Bestimmt. Ob das eine phononische Bandlücke nutzt? Ja, nimm es. So. Lass dich nicht erwischen. Ich hab's. Weg hier. Ganz unauffällig. Oh, tut mir leid. Alles gut. Oh, Viti. Uns fehlt noch was Reflektierendes. Cool. Unsere erste Begegnung, ja? Mit dem Computer des Kommandomoduls verknüpft. Wir könnten die Idee übernehmen mit einem neuralen Interface. So. Wir sollten nach was über Energie suchen. Finde etwas reflektierendes Lichtsensor, finde Werkzeuge zum Öffnen der Tür. Also ich brauche noch Energie. Bei der verschlossenen Tür gab es etwas über Solarenergie. Okay. Kein Problem, nehmen wir mit. Oh. Hallo? Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite. Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Oh, wir wollen mal nicht so trödeln hier, ne? Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mach ich's an. Noch hat uns niemand gesehen. Schnell jetzt. Absolut unauffällig. Absolut unauffällig. Geheim können wir. Versuch's nochmal. Hm, so geht das nicht. Tim, Ihr Wagen
Nein, nicht ganz. Auf was muss ich denn, muss ich die Form auch ändern? Der Sticker muss das Licht auf das Schloss reflektieren. Okay. Der Sticker muss das... Warte. Reicht noch nicht ganz. So wird sowieso nicht funktionieren. Okay, ich dachte jetzt, wenn wir das Dreieck hätten. Oh. Es hat geklappt. Ich dachte die ganze Zeit, der unten in der Mitte ist dieses reflektierende Ding. Bei der Form jetzt. Okay, kleiner Gedankenfehler. Nicht weiter wild. Gar nicht drüber nachdenken. Das war Wahnsinn. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. So, was haben wir denn jetzt hier hingestellt? Hallo? Du bist ab nächste Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht? Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Und das bekommt die nicht mit hinter der Glastür? Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Oh. Davis. Lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Möglicherweise hat sie es doch gesehen. Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Na also, unser Projekt ist da hinten. No, dann wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn gemacht? Ist? Der ist ansonsten nicht sinnlos, aber sie müssen Biomasse zuführen, vielleicht aus einem Mülleimer. Okay, wir können uns hier auch nichts weiter angucken. Doch hier. Die Oscorp-Wissenschaftsstation auf einem von zwei... Es wäre so cool, in einer Raumstation zu wohnen. ...Mond gelegen, könnte eines Tages das Zuhause von Wissenschaftlern und Forschern sein. Ja, Zukunftsmusik. Ja, hier. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit verdanken wir dem Apollo-Raumfahrtprogramm, die Mondlandung. Seitdem träumt die Wissenschaft davon, weiter ins Sonnensystem vorzubringen. Das sind wir, ja? Miles Morales. Na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen. Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Okay. Sag Allele! Das werde ich nicht sagen. Nostalgische Gedankengänge der Erinnerung sind vorbei. Oh oh. Da ist jemand dezent angepisst. Finn, du musst wissen, ich höre dir nicht mehr zu. Ja, genau. Kein Problem. Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Oh, doch ein Problem. Ich habe ja gar keine Energie. Okay. So. Ich muss ja einmal ein bisschen... Er ist ausgewichen.
Was ein Schlawiner. So. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Wo ist der mit dem Schild hin jetzt? Er ist doch noch nicht K.O. oder was? Der ist echt schon K.O.? Nein! So war es nicht geplant. Ah, Mann, so funktioniert das nicht. Ja, das ist auch nichts Persönliches, was ich hier so treibe. Oh, kommt schon. Das ist mein Lieblingsmuseum. Echt jetzt? So, die kommen ja eh gleich hoch. So. Mal gucken, dass wir die hier auch ein bisschen wegkriegen. Sonst kriege ich den hier nicht. So. Geh mal runter. Alle Straßen aus Harlem raus sind blockiert. Echt jetzt? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geht zu Theos Bodega. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, solange wir können. Ich muss sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. Okay, also haben wir jetzt überall Action, ja? Oh, jetzt wird's nochmal richtig wild kurz vorm Schluss. Hat nicht gereicht. Na, ja, du willst doch nicht schon gehen. Okay, was haben wir denn hier? Oh, noch so einer. Kein Problem. Oh, auch ein Problem. Okay. Scheint hier aber nicht viel zu bringen. Bringt ihm was. Bitte nicht. Ich bin verwundet. Hab Mitleid. Schicker Move. Okay, da ist ein bisschen mehr los. So, dann wollen wir doch mal reinkommen hier. Ich sehe halt gar nichts, ich sehe schwarz. Wie mein Anzug. Bisschen anstrengend, ne? Muss ich ja schon sagen. Aber in diesem Anzug sehen wir so gut aus, wenn wir kämpfen. Jetzt, bevor Finn den Reaktor zerstört. So, wo muss ich jetzt hin? Hallo? Hier ist es nicht, oder? Okay, hier ist es scheinbar nicht. Irgendwo hier nach oben. Ach, hier vorne.